alle Teilnehmer und Begegnungen für das zweite World Boxing Super Series Turnier im Cruisergewicht wurden bekannt gegeben und wir haben einen Deutschen dabei. Bleibt dran, gleich nach dem Intro. Hallo liebe Kampfsportfreunde und willkommen bei Fighting Now. Wie schon zuletzt berichtet, wird es bei der World Boxing Super Series im zweiten Turnier oder in der zweiten Staffel erneut ein Turnier im Cruisergewicht geben. Und heute wurden alle Teilnehmer und alle Paarungen bekannt gegeben. Und darunter wird es auch einen deutschen Teilnehmer geben. Und zwar geht es um Noel Mikaelian, damals auch unter dem Namen Noel Gevor bekannt. Und Noel trifft gleich im ersten Kampf schon auf einen sehr starken Mann, wenn nicht sogar den Turnierfavoriten. Und zwar trifft er auf Mairis Bredis. Wir kennen Mairis Bredis alle aus dem Kampf gegen Marco Huck und natürlich dann auch zuletzt aus dem Kampf gegen Alexander Usyk. Er hatte gegen Alexander Usyk einen wirklich tollen Kampf abgegeben, nur sehr knapp verloren. Einige behaupten sogar, dass dies ein Unentschieden war, wenn nicht sogar ein Sieg für Mairis Bredis. Wie auch immer ist Mairis Bredis dann im Halbfinale gegen Usyk ausgeschieden in der letzten Staffel. Und nun trifft er in der ersten Runde auf den Deutschen Noel Mikaelian. Noel geht nicht nur in dieses Turnier, sondern auch in diesen Kampf als klarer Außenseiter. Für ihn wird das wieder der erste große Test seit seiner Niederlage gegen Christoph Wodarczyk. In den anderen Kämpfen treffen Junior Dortikos, der auch schon in der letzten Staffel mitgemacht hatte, auf Maciej Masterniak aus Polen. Dann haben wir den ehemaligen Weltmeister Christoph Wodarczyk, der dann auf Maxim Vlasov trifft. Und im letzten Kampf Ruslan Pfeiffer, der auf den Amerikaner Andrew Tabiti trifft. Bislang wurde noch nicht bekannt gegeben, wann und wo die Kämpfe genau stattfinden werden. Man darf gespannt sein, ob wir den Kampf zwischen Mairis Bredis und Noel Mikaelian eventuell vielleicht auch in Deutschland sehen werden. Bei Noel Mikaelian bin ich gespannt, ob sich irgendwas verändert hat, seitdem er in Amerika mit Pedro Diaz trainiert. Sollte sich nicht wirklich was verändert haben, sehe ich da eigentlich wenig Chancen für ihn. Bei den anderen Begegnungen und Teilnehmern denke ich, dass wir da schon einer der besten Kämpfer im Cruisergewicht mit dabei haben. Leider ist Murat Gassiev diesmal bei dieser Staffel nicht dabei, aus welchem Grund auch immer. Welche Frage noch geklärt werden müsste, ist, ob Alexander Usyk, der Gewinner der letzten Staffel, seine vier Titel wieder niederlegt und in diesem Turnier wieder alle vier Titel ausgeboxt werden oder nicht. Das steht bislang noch nicht fest. Ich denke, da werden wir aber in den nächsten Wochen ein paar Informationen noch zu kriegen. Und schreibt es mir in die Kommentare, was haltet ihr vom zweiten Turnier im Cruisergewicht. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal.